Leute, und jetzt noch eine kleine Sache, wo ich richtig Bock drauf habe. Und zwar, wenn jemand richtig gute Texture Packs machen kann. Ich bin auch selber noch dran am Arbeiten, aber ich bin natürlich nicht so gut wie ihr. Ihr wisst Bescheid. Oder wenn ihr irgendjemand kennt, der gute Texture Packs machen kann. Dann macht doch gerne mal einen Texture Pack mit so ein paar Insidern von mir drin. Und dann nennen wir das Hey Moros Texture Pack. Keine Ahnung, wo man zum Beispiel irgendwie eine Luftmatratze drin ist, wer den aus dem Stream den Hashtag Luftmatratze Insider kennt. Oder wo vielleicht irgendwie ein Bogen ist, wo Pfeile rauskommen und da steht Spam bitte nicht. Oder so eine Scheiße halt. Take these walls and rip them down. Take my and slip them now. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Community Time am Scheiße, es ist schon Sonntag. Fuck! Ich war sehr beschäftigt gestern mit Zocken und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Die erste Frage kommt von Blackstep. Hey, ich habe eine Frage. Machst du von deinem Merch ein Giveaway? Ich könnte ein Giveaway machen. Theoretisch ja, aber ich habe noch da so eine kleine Planung. Und zwar die Season B von meinem Merch kommt bald raus. Das heißt, es wird so ein bisschen erneuert. Paar andere Sachen. Ja, da warte ich noch ein bisschen drauf und das würde ich dann vielleicht verlosen. Mal gucken. Wer sich die Season A gekauft hat, kann natürlich dann nachher, wahrscheinlich bekommt er dann irgendwie Vorteile bei Season B. Dann muss ich noch mal gucken, wie ich das regel. Gegebenenfalls Spreadshirt noch mal anschreiben oder so. Die nächste Frage kommt von Crylance. Was ist das Texture Pack, was du mit dem du gespielt hast? Das ist das PvP Texture Pack Cobble Black and White Edit. Ja. Der liebe Momo Vlog schreibt: Wie groß bist du? Ich bin 1,60 Meter. Jo, also ich bin noch recht klein, nicht so riesig wie alle. Lieber Mr. Flanders schreibt: Hey Moritz, kennst du das, wenn Leute schreiben: Ey yo, cooles Video, mach weiter so, Abo und Like hast du, um Abos zu geiern? Ja, das kenne ich tatsächlich, aber ich kenne auch Leute, die das machen. Es ist meistens so, die versuchen sich dann irgendwie eine Community aufzubauen, was es eigentlich gar nicht bringt. Die werden immer noch im Hintergrund verhalten: Ach, das ist der Typ, der hat doch mal Werbung da und da gemacht. Das wird jeder der Zuschauer immer im Hinterkopf haben. Legt doch einfach mal eine Stunde mehr Zeit in eure Videos rein und dann wird das bestimmt was. Der liebe André schreibt: Hey Moritz, bitte beantworte diese Frage. Wie schneidest du deine Videos? Ich habe ja schon mal angeteasert, dass ich mal so ein so einen Tag in meinem Leben sozusagen mache, wie schneide ich meine Videos, wie nehme ich die auf und so weiter. Ich bin auch Let's Player, kann nicht so gut schneiden. Mach mal bitte ein Video darüber. Die Sache mit dem Schnitt ist, es liegt immer so da nicht daran, also Schnitt ist kein Können, sondern Schnitt ist Kreativität. Also gute Inspiration. Ja, es ist halt einfach nicht so eine Sache, die kann man wie eine Matheformel auswendig lernen. Es liegt so im Gefühl. Ziemlich viele feiern ja diesen Schnittstil. Aber erst der Schnittstil ist auch im Prinzip nichts anderes als einfach Musik im Hintergrund gelegt, Zooms und sowas halt alles. Das hat ja auch alles im Gefühl. Das ist auch, der hat auch nicht nur so eine Liste, ja, jetzt mache ich einen Zoom, jetzt mache ich Musik. Das ist alles von ihm erfunden, sozusagen. Der liebe HSPLP schreibt: richtig gutes Video, Daumen nach oben. Wenn du Bock hast, können wir mal bei der zocken oder aufnehmen. Ich bekomme in letzter Zeit so viele Kommentare, können wir mal aufnehmen. Das Problem ist, wenn ich mit dir aufnehme, kann ich nicht mehr mit den anderen. Also ich kann ja nicht mit allen aufnehmen, das ist das Problem. Und wenn ich dann mit dir aufnehme, sagen die: Ey, warum nimmst du mit dem auf, aber nicht mit mir? Dafür habe ich das Projekt, das PvP vs. You reingenommen und damit nehme ich dann sozusagen mit euch auf und ja. Leute, und jetzt noch eine kleine Sache, wo ich richtig Bock drauf habe, und zwar, wenn jemand richtig gute Texture Packs machen kann. Ich bin auch selber noch dran am Arbeiten, aber ich bin natürlich nicht so gut wie ihr wisst Bescheid. Oder wenn irgendjemand kennt, der gute Texture Packs machen kann, dann macht doch gerne mal einen Texture Pack mit so ein paar Insidern von mir drin und dann nennen wir das Hey Moros Texture Pack. Keine Ahnung, wo man zum Beispiel irgendwie eine Luftmatratze drin ist, wer den aus dem Stream den Hashtag Luftmatratze Insider kennt. Oder wo vielleicht irgendwie ein Bogen ist, wo Pfeile rauskommen und da steht Spam bitte nicht. Oder so eine Scheiße halt, ne? Denkt euch da gerne was aus und ihr würdet dann auf jeden Fall eine Promo von mir bekommen. Wenn ihr Bock drauf habt, einfach mal machen und jo. Der liebe Spear Graphic schreibt: Ich finde, du cuttest gar nichts. Nimm dir mal lieber ein Vorbild an X-It's Minecraft HD LP PvP XX. Hallo Leute! Hier ist XXLP, Minecraft LP, XXLP, XX, unterstrich. Ja, und ich hoffe, meine Qualität ist so besser als die von vorher. Die Jokes sind mal wieder auf höchstem Niveau. Der liebe Strolchix HD schreibt ein richtig krasses Kommentar. Und Leute, damit möchte ich jetzt wirklich mal ernsthaft, weil was Ernstes ansprechen. Und zwar schreibt er: Danke, du munterst dich mit deinen Videos extrem auf. Habe vor 5 Tagen erfahren, dass ich Blutkrebs habe und muss jetzt im Krankenhaus bleiben. Ich schaue mir deine ganzen alten Videos an. Danke. An dieser Stelle will ich dir erstmal gute Besserung auf jeden Fall wünschen. Viel Kraft, dass du das überstehst. Es ist auf jeden Fall krass zu hören, dass dich meine Videos so aufmuntern.
Und das ist echt, das bringt mich echt zum Nachdenken, aber genau das ist, warum ich Spaß an YouTube habe und warum ich YouTube immer weitermachen werde. Egal, was mir irgendjemand sagen will und ja, es ist einfach krass. Und alleine nur wegen dieser einen Person macht es für mich schon wieder Sinn, weiterzumachen. Macht es für mich jeden Tag die Motivation, mich hier hinzusetzen und dieses Video aufzunehmen. Der liebe Paul Haag schreibt, ich habe mir die Nase gebrochen. Ja, läuft auf jeden Fall bei dir. Ich habe mir zum Glück noch nie irgendwas gebrochen, aber das wird auch noch bald passieren. Hoffe ich auf jeden Fall mal nicht, wünsche mir Pech. So, damit kommen wir zum letzten Kommentar. Das kommt nämlich von Jan, aka Hey Jan. Der schreibt nämlich, diese Lache, nein, diese Lache, und hast du mal Bock, Boards mit deinem Design zu machen? Naja, die Connections habe ich dann noch nicht so zu einem Longboard-Shop, der irgendwie meine Designs auf dem Longboard machen will. Aber ich denke mal, da gibt es auch noch gar keine Nachfrage nach. Und das sind alles Zukunftssachen. Und ja. Ihr könnt auch gerne mal beim Jan vorbeigucken, der hat jetzt auch einen Kanal, vielleicht kennen ihn ein paar vom Stream. Hey Jan, kleiner Faker von mir. Auf jeden Fall, guck gerne mal in der Beschreibung vorbei, das ist Jans Kanal. Lasst ihm einfach mal einen Hashtag Hey Army vorbei. Hau da rein, wir sehen uns und ciao.